Ja, Freunde, guten Morgen. So, das ist hier der Platz, das kann ich mal zeigen. So, hier ist so ein ausgetrockneter See. Leider ausgetrocknet. Leider, ja. Es ist eigentlich, wir sind halt gerade am Ende der Trockenzeit. Eigentlich soll gerade Regenzeit sein. Aber auch in Uganda hat sich alles verschoben, was sowas angeht. Ja, es regnet irgendwie das ganze Jahr, aber dafür immer nur ein bisschen. Es gibt nicht mehr diese klassischen Trocken- und Regenperioden. Und das hat dem See anscheinend nicht so gut getan, aber vielleicht regnet es ja auch heute noch. Sieht so ein bisschen so aus. Yes, hier ist das Auto. Wir haben unser Zelt hier oben aufgeschlagen in so einer Hut. Falls es gewittert, sind wir hier geschützt und sind auch ein bisschen weg vom Boden, von den Tieren, weil, das habe ich ja gestern schon ein bisschen erzählt, hier waren auf jeden Fall Hippos direkt hier durch die Büsche am Streifen. Weiß nicht, wie nah man dann da im Zelt liegen möchte. Und die sind ja recht aggressiv und schwer. Wenn die einfach mal so ein Zelt niedertrampeln, dann hat man keine guten Chancen da drin. Deswegen, yes. Was hier ist, war erstmal am Anfang ein bisschen schwer, weil man konnte halt keine Heringe reinmachen. Konnte es hier nicht festmachen und der Wind war gestern recht stark. Yes, deswegen haben wir das Zelt hier irgendwie in die Ecke gepackt, weil der Wind von der Seite kam. Und ja, mit der Matratze drin und sowas hat es dann auf jeden Fall gehalten. Yes, und dann frühstücken wir kurz was und dann geht es zum Boattrip. Wetter ist mäßig für einen Boattrip. Ich hoffe, ja, es klärt sich noch ein bisschen auf, obwohl vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn die Sonne nicht komplett ballert. Ich bin auch gut rot geworden die Tage. Guten Sonnenbrand bekommen. Deshalb, ja. Gehen wir los und dann sehen wir hoffentlich noch mehr Hippos und ein paar Krokodile und sonst noch was da im Wasser lang gaunert. Wir sind hier angekommen am Hafen, wo gleich der Boat-Cruise losgeht auf dem Kasinga Channel. Und jetzt gerade haben wir bezahlt, haben unser Ticket vorgezeigt für den Nationalpark. Und yes, jetzt geht's los. So, the name is from? Yes. So, we're ready for the boat ride. Male offspring. It always looks for a very good hiding place, such that the father never finds the son in the whole of his lifetime. If at all they meet, the father will have to kill the son to decrease future competition for women. And that explains why many male hippos usually die at a very young age. But if a male hippo survives death at the young age, it always lives in a solitary life and goes back when it proves itself that it's strong to the same school and avenges its father who left it to live a solitary life. By then, the father is likely to be weak. And in most cases, the son usually defeats the father by killing him and takes over the territory. Thank you.
went back to fight. You did? Yeah, so they are still being buried. Okay, Lola, so how was the boat trip for you? That was very calming. Calming. Very chill. Meditation stuff, huh? Yeah, I thought it was very relaxing, honestly. Yeah. That was super cool. A very well deserved and much needed trip. That is what nature is, I feel like. Yes. It gives you peace, balance. Yes. Yeah. So now we're going back to the lodge. Yeah, I need something. Meat, chicken? I don't want chicken, I think I have too much of chicken. I need something. Hippo meat. Yeah. That would be fantastic. So die Führerin bei uns auf dem Boot, die meinte, das Hippo schmeckt richtig gut, sweet, ist so eine kleine Mischung zwischen Pork und irgendwas anderem, aber soll richtig geil sein. Ich weiß nicht, ob das... Was it legal? No. It's illegal. It's illegal. But yeah, that's why they say that if the guards catch you, you would even lose your life. This is what she said? Yeah. And she's... You can lose your life. It's just a life for a life. So she was risking everything for eating it. That's why she said a friend told me that this is good. She didn't say she has eaten it, she only said, well, a friend told me this is good, and a crocodile too. Okay. So let's see what we get. Don't attack me, please. Hello. These are the young ones. Mm. Wow. These guys are so ugly. I like them. They're cute somehow. Look at them in front.